Also, 3, 2, 1. Gott. Schub ein bisschen runter. Na, baue ich noch ein bisschen was auf, ist okay. 100, 110. Sieht soweit sehr stabil aus. Hätte ich echt nicht gedacht. Wir brauchen ziemlich viel Treibstoff gerade. Ist wirklich schneller? Ja, nicht unbedingt. Okay, jetzt kann ich mit dem Schub ein bisschen runtergehen. Wobei die Feststoffbooster auch gleich leer sind, dann muss ich wieder auf 100 gehen und dann schaffen wir es eventuell nicht mit dem das Ganze auszugleichen. Mal gucken. So. Feststoffbooster sind fertig in 3, 2, 1. Weg. Sehr knapp. Sehr knapp. Wir waren schon am Geschwindigkeit verlieren kurzfristig. So, kippen. Ja, hat einen dicken Arsch. Erstmal wollen wir einfach nur hoch. Weil gleich müssen die Atomraketen den Rest machen und das könnte ärgerlich werden. 50.000. 60.000. Okay, Schub runter. 63.000. Wie viel Treibstoff haben wir noch? Nicht so viel. Stage only. Warum zeigen wir auf den Gegenkurs? Ach so, weil wir falsch rum sind. Ja, okay. So. 70.000. Okay, warten. Schon mal kippen. Sehr ungewohnt, so zu fliegen. Ja, wir müssen alles gleich die Atomtriebwerke machen. Da muss ich noch dran feilen, weil das ist nicht schön. Warte. Gleich kommt Musik. Gib jetzt schon mal Schub, damit das alle ist und wir gleich wechseln können. So. Weg mit euch. Max Schub. Ja, jetzt einen Orbit herstellen mit den Atomreaktoren. Das dauert eine ganze Weile. Zieh die Nase ein bisschen hoch. Höher. Kommt immer noch näher. Höher. 8 Sekunden, 7 Sekunden höher. Ja, schafft es nicht. Ne, schafft die Rakete nicht. Wir fahren jetzt wieder runter. Apophis ist hinter uns. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, fallen jetzt runter. Oder? Na, wir fallen runter. Wo wir fast gerade hochziehen. Gehen wir weiter so. Können wir das so irgendwie austricksen? Nö. Okay.
Das heißt, wir müssen ein bisschen was an der Rakete drehen. Entweder leichter machen oder mehr Schub. Ich denke mehr Schub. Weil hätten wir noch ein kleines bisschen mehr Zeit gehabt mit dem Mainsail, hätte das hingehauen. So erbärmlich. Ja komm, brech das Ganze ab, Schub runter. Achso, wir können, wir sollten jetzt erstmal noch landen, ne? Da war was. Das heißt, dich docken wir jetzt ab. Decouple Node. So. Drehen wir uns so hin. Drücken Leertaste. Warum habt ihr schon... Warum ist der Tank leer? Oh. Das ist nicht gut. Das heißt, das Triebwerk unten hat das hier mit benutzt. Oh ne, der da. Die drei Triebwerke haben den Tank mit benutzt. So war das eigentlich nicht gedacht. Der Tank sollte voll sein, damit wir auf Tunda landen können und auch wieder wegkommen. Na gut, nächstes Problem. Eventuell reichen die Fallschirme nicht. Also ich könnte versuchen, jetzt mit dem Ding zu landen ohne Fallschirme. Aber das ist ziemlich schwer. Ich denke, ich werde ein Mittelding machen. Ich werde versuchen, ein bisschen abzubremsen, damit die Fallschirme nicht reißen. Weil das könnte echt passieren, weil das Ding wiegt ordentlich was. Leider haben wir keinen Orbit gemacht, also sie kriegen wahrscheinlich keinen zweiten Erfahrungspunkt. Aber sie waren wenigstens schon mal außerhalb der Atmosphäre. Ist ja auch eine Erfahrung für die, ne? Freuen sich anscheinend. Das Ding ist echt nicht weit weg von uns. So, SAS aus, lass sie ein bisschen ausschlackern. Genau. Wir landen mitten auf dem Berg, das ist schon mal keine super Voraussetzung. Wir waren ganz schön schnell. So. Okay. SAS an. Geh auf. Nee, mach nichts davon. Drück Leertaste. Hilft dem ein bisschen. Aber die sind noch nicht ausgeklappt, die klappen gleich aus. Ja, das sollten sie jetzt auf jeden Fall ausgleichen können. Egal wie schwer wir sind. Ja, das ist nicht unbedingt, aber so schwer wie wir sind. So schwer wie wir sind, sollten sie es ausgleichen können. Drück mal G, G. Okay. Okay. 13,4 Meter die Sekunde wirkt allerdings schneller als gewöhnlich, wenn wir an Fallschirm hängen. Das heißt, ich denke, kurz bevor wir landen, gebe ich nochmal ganz kurz Schub. Was wir dann auch gleich testen sollten, ist, ob unser Ingenieur die jetzt einklappen kann. Obwohl er keine Stufe 1 ist, sondern nur Stufe 0. Wo ist der Boden? Da ist der Boden. Gott, nein, 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 nein. Ist da noch ein Fallschirm dran? Nö. Also so können wir schon mal nicht testen, ob die Fallschirme dranbleiben. Und landen ist definitiv ein Problem. Also es hat geklappt. Wir haben überlebt. Sieht zu Kerbin-mäßig aus, wie wir überlebt haben. Das heißt, wir brauchen entweder noch einen Fallschirm mehr. Oder ich muss beim Landen noch viel, viel mehr darauf achten, dass die Geschwindigkeit nicht so hoch ist. Wobei, wir sind eigentlich jetzt nur explodiert, weil wir auf einer Schrägen gelandet sind. Aber wir waren ja schon gelandet, es war alles okay und dann sind wir umgekippt und dann kam das Ganze hier. Also brauchen wir nicht einen extra Fallschirm. Das Einzige, wo wir die Rakete jetzt umbauen müssen, ist, dass sie leichter wird oder mehr Power hat. Und ich tendiere zu mehr Power. Also mach hier mal ein EVA, falls wir hier noch nicht waren. Waren wir schon, okay.
Bodenproben können wir inzwischen auch nehmen. Lass mal los. Take Surface Sample. Jo, mitnehmen. Grab. Rein da. So, Recover. Das waren mal eben 90.000 Körbelchen. Für, keine Ahnung, 12 Forschungspunkte oder so. Ach ja. Aber ja, damit sind wir jetzt über die 160er Marke und können das letzte Ding da erforschen. Und wir haben 8.000 zurückbekommen. Leider keine Erfahrungspunkte, ja. Forschung, was war das eine Ding, was fehlte? Für 160? Greifarm? Ja, nee, nicht wirklich. Aber doch, ich wollte gucken, was hier in der Mitte ist. Also erforscht das. Wir haben da komisches Strukturzeug für eine Raumstation. Ja. Und noch mehr Flugzeug. Was? Ah, das ist ein Docking Port, um ein Space Shuttle an eine Rakete ranzudocken, glaube ich. Weil das hier bei den Flugzeugkomponenten mit dabei ist. Okay, okay. Bringt uns jetzt aber nichts. So, da wieder hin. Du. 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 Erstmal müssen wir hier dafür... Können wir es hier irgendwie einstellen, dass du keine Flüssigkeit transportierst? Nee, können wir nicht. Also, verwunderlicherweise ist es stabil und es hebt ab und es nicht explodiert und all sowas. Also bis kurz vorm Schluss. Wir brauchen nur mehr Schub. Wir könnten den Tank unten wegnehmen und hoffen, dass es dadurch leicht genug ist. Weil das ja weniger Gewicht ist, was hochgebracht werden muss. Das könnte sogar glatt hinhauen. Alternativ könnten wir die Atomtriebwerke von vornherein starten lassen, dass sie mithelfen. Aber die bringen halt nur im All wirklich viel. ISP ist 220, wenn sie Bodennähe sind. Was ist das ISP? Achso, wie viel? Max Thrust 60, also zusammen 180. Das Mainsail hat 1500. Ja, das macht fast gar nichts. Okay. Ja, wobei. Den brauchen wir aber eigentlich, um den Orbit zu Ende herzustellen, um Richtung Duna zu fliegen, um bei Duna abzubremsen und wieder zurückzukommen. Also wir können da nicht rumspielen. Nee. Wir könnten Booster an die Booster bauen. Das klingt aber dezent gefährlich. Wir können... Wir können was Gefährlicheres machen. Genau, das eine klingt zu gefährlich, deswegen machen wir was anderes Gefährliches. Das ist eine sehr schöne Logik. XX. So. Meine Damen und Herren, die Zwiebel. Deswegen brauchten wir auch das erhöhte Gewichtslimit. Warum dockst du hier so komisch dran an? Bist du jetzt ordentlich? Ja. Also, das ist die Zwiebel. Die Zwiebel braucht Stahlseile und die Zwiebel braucht die hier. Achso, war die Reihenfolge wichtig? Ich glaube ja. Deswegen mach das da mal weg. Mach das hier ran und bring das da hinten. Das heißt, die pumpen ihr ganzen Treibstoff immer in die Mitte. Das heißt, die Mitte ist voll. Deswegen brauchen wir das da unten nicht. Okay. Dich weg. Dich weg. Dich. Dahin. Und die alle weiter hoch. So. So müsste okay sein. Ja. Also die bringen ihren Treibstoff nach drin. Und dann brauchen wir noch die hier. So. Wir haben also wesentlich mehr Schub. Aber die werden auch nicht so lange halten. Und wir brauchen auch wesentlich mehr Schub, weil wir halt wesentlich mehr Gewicht haben. Aber müssen wir ja gucken, ob es aufgeht. Sind ja bloß 133.000, die wir verlieren würden. Oh Gott.
Du papp dich mal da dran und da dran. Das sieht nicht so wirklich sicher aus mit so einem riesenschweren Tank da. Aber na gut. So. So. Und das ist nicht mal eine richtige Zwiebel. Eine richtige Zwiebel wäre es eigentlich nur, wenn wir vier davon hätten. Und zuerst fallen zwei weg und dann fallen nochmal zwei weg. Was spricht dagegen? Nix. Doch, die Dreier-Symmetrie von dem... Ja, weil dann wären sie da in den Triebwerken drin. Das ist nicht so wirklich toll. Okay, also, ups. Schnapp das Ding. Mach wieder eine Dreier-Symmetrie draus. Bapp das an die richtige Stelle. Dann überprüfe, ob das Ding überhaupt mittig ist. Nicht so ganz, ne. Das Ding steht falsch. Wo ist die Mitte da? Oh. Soll das Ganze ganz neu machen? Ja, und jetzt den. Also die sehen mittig aus. Deswegen bappen wir jetzt dich einfach da mittig drauf. Okay, na also. So, also alle vier starten. Die drei werden abgesprengt. Der in der Mitte hat durchgehend Treibstoff. Und die kleinen Fisseldinger müssen wir neu machen. So. Das wäre der neue Duna Explorer Test. Ich denke, es wird nicht wirklich besser sein. Weil wir haben viel, viel mehr Gewicht. Wir haben auch mehr Triebwerke, aber wir haben halt viel, viel mehr Gewicht. Gucken wir aber mal. Speichern. Ihr seid immer noch an Bord. Ja, ihr seid immer noch an Bord. Auf geht's. Launch. Na, ich hab die Halteklammern vergessen.